Das sieht so cool aus. Das wirkt jetzt echt wie ein richtiger Zug. Mega gut. Ich freue mich. Dann können wir nämlich jetzt auch demnächst nämlich hier die Steam Engine vielleicht doch mittig setzen. Weil das muss ja auch noch hier alles umgebaut werden. Der Garten muss auch noch irgendwie anders. Müssen wir mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Was passiert denn, wenn ich die... Ja, dann muss ich sie abreißen und wieder neu bauen, ne? Kann ich... Warte mal, ich will mal was gucken. Da muss ich jetzt ja erst die Handrails abreißen, ne? Ich mach das mal. Ja, hier gibt's aber keine Dächer. Steam Engine. Plattform. Lokomotiv-Handrails. Lokomotiv-Handrails, Lokomotiv-Handrails. Okay, da werden, glaube ich, keine Dächer kommen. Ich weiß nicht, wofür das halbe Dach ist. Vielleicht kommt das noch später oder so. Weiß ich nicht, weil wir haben es leider nicht. Eiswalzruhe heißt unser Zug. Können wir sogar umbenennen, sehe ich gerade. Aber sehr, sehr geil. So, was wollte ich gemacht haben? Wir werden jetzt erstmal anfangen zu sortieren, bevor ich jetzt anfange, die Steam Engine umzubauen, oder? Damit ich auch im Lager ein bisschen Plan habe. So, also, hier ist Holz, Holz, Holz. Das passt alles, ne? Dann kommt hier Metall, 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 Metall. Hier oben können wir auch direkt ein Metall nochmal machen. So, und dann würde ich hier... Genau, ist auch nochmal Metall, 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 Metall. Ja, das heißt, wir haben 4... 8, 9, 10, 11, 12 mal Metall und 8 mal Holz. Okay, was haben wir hier? Hier war Essen. Und hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das sortieren. Tafeln würde ich jetzt erstmal, die kriegen jetzt auch einen eigenen Platz. Warte, hallo? Kohle hatten wir doch eine Kiste, ne? Oder? Ich meine, wir hatten eine Kiste mit Kohle. Hier, genau. So. Kohle. Ich würde hier zum Beispiel das, was wir selten brauchen, wie zum Beispiel die Tafeln. Und da mache ich Tafel 1. Weil wir noch eine zweite Tafel haben. Ich weiß noch nicht, wo ich die hingepackt habe. Die waren neu, die Container, ne? Komplett, glaube ich, ja. Chemikalien, Leder, Fett, Chemikalien, Zink, Zink, Zink. Tafeln, da. Das heißt also, den nehme ich mal wieder um. Der machen wir Container. Wie heißen die denn, wenn die leer sind? Container, ne? Ja, Container 2, ja. Wo haben wir das jetzt? Tafel 1, dann machen wir hier unten Tafel 2. So. 1, 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2. So. Dann. Da war die Kohle. Ich mach mal Kohle, vorsichtshalber Kohle 1. Weiß ich noch nicht, ob ich eine zweite mache davon. Müssen wir mal gucken. So, das sind die größeren Barren, ne? Weiß nicht, was Brassbarren übersetzt bedeutet. Die würde ich aber, glaube ich, dahin packen, auf der Seite hier, bei Metall. Wenn wir das fertig haben hier. Deswegen lasse ich die, glaube ich, erstmal noch hier drin liegen. Fertige Barren können wir zum Beispiel auch hier vorne machen. So, warte mal. Dann mache ich hier hinten Tafeln, Tafeln. Dann mache ich hier... Ach, hier haben wir ja noch das Zeug.
Nutzbares vielleicht. Würde ich mal nennen. Dann hier vielleicht. Warte mal, wie mache ich das denn? Dann würde ich hier einen Container machen, der Bauteile heißt, oder? Vielleicht Bauteile 1? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So irgendwie. Falls irgendwie Reste, die wir noch übrig haben. Und hier unten würde ich vielleicht dann Flüssigkeiten. Flüssigkeiten dann da reinpacken. Wie sowas hier. Gut, Powder ist jetzt keine Flüssigkeit. Aber vielleicht so Dosen oder irgendwie so ein Kram. Flaschendosen vielleicht. Vielleicht so. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Haben wir da noch einen leeren Container? Nutzbares 1. Vielleicht nutzbares 2 dann auch. Müssen wir mal gucken. Der war Tafel, Kohle, Container. Der ist auch noch leer. Besser wäre, wenn die übereinander wären, ne? Also wenn jetzt hier Bauteile wäre und da unten Bauteile, dann würde ich hier Flaschen und Dosen machen. So, dann machen wir hier das weg und machen hier nochmal Bauteile 2. Nein, nicht F-Bauteile. Mann, du Lümmel. Warte. Hä, warum macht er nichts? Nicht Baukeile, Bauteile. So, mein Gott. Will er mal richtig schreiben, Herr Kollege. So. Kupfer- und Metallbauteile könnte man auch noch unterscheiden, ne? Wenn man wollen würde. Vielleicht gibt es ja noch einen Container 3, weiß man ja nicht. Ich denke mal, Container 3 wird kommen, der dann wahrscheinlich... Weil jetzt haben wir einen Container, der wie viel Plätze hat? 5. Ich könnte mir vorstellen, dass eine zweite Reihe drunter kommt, weil unser Inventory ja auch so groß ist. So, da ist noch leer. Nutzbares. Tafeln. Metall. So. Da sind die Barren, ne? Die müssen wir noch umplatzieren. Der Container ist leer. Dann würde ich hier... Metallbarren. Ja. Und hier Kupferbarren. So. Na, dann wissen wir Metallbarren, Kupferbarren. Und hier die 2 weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir auch 1 und 2. Ich mach das jetzt mal. Weiß nicht, was Flexi in der Zukunft dann damit macht, werden wir sehen. Nein, was mache ich denn da? Kupferbarren 1. Nein, nicht Ausrufezeichen. So, Kupferbarren 1, Metallbarren 1 und dann 2. So. Oder wir machen... Warte, wir machen das anders. Was mehr Sinn macht. So. So. Container 2. Container 2, genau. So, dann machen wir hier unten. Also hier machen wir Kupferbarren 1. Und hier unten machen wir Kupferbarren 2. Wieder zusammengeschrieben, ne? Ich bin so doof. So, wieso schreibe ich das auseinander? Ich bin so schlau. So, Metallbarren, Kupferbarren und hier machen wir dann Metallbarren 2. So, dann haben wir das fertig sortiert. Sehr schön.
Ja, die zwei, die müssen wir irgendwie zusehen, dass wir die irgendwie hier reinkriegen. Ich würde mal gucken, ob wir vielleicht hier einen Container fertig zaubern können auf der Seite. Dann würde ich hier vielleicht... Kann ich den schon umbenennen? Zwei Schrauben, zwei Barren. Kriegen wir das hin? Mal eben. Zwei Schrauben, zwei Barren. So. Ja, Sortiererei ist das A und O jetzt mittlerweile. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ah, die können wir sogar von hier benutzen. Das ist natürlich sehr geil. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Leder, Ledercontainer. So viel steht schon mal fest. Also von jedem brauchen wir auf jeden Fall zwei. Fett müssen wir auch einen extra Container machen. Zink, müssen wir zusehen, dass wir Zink wegkriegen, den einen Container, den dritten. Dass wir dann einen hier drüben irgendwie dann umpacken, dass wir das umpacken. So. Dann schauen wir mal. Ich mach den. Nee. Haben wir noch was? Nein, das war's. Okay. Dann packe ich die mal da rein. Dann nenne ich das erstmal um in, Eisenbarren 1 beziehungsweise, nein, 2, weil das ist ja unten. Erstmal. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass da unten... Die mische ich ja jetzt erstmal, ist scheißegal. Die kriegen wir alles, das kriegen wir alles so Stück für Stück alles fertig. Das ist nicht das Problem. Sehr schön, wir kriegen auch wieder Wood und so. Dann haben wir jetzt erstmal alles soweit einsortiert, ne, was geht. Warte mal, machen wir eben anders. Machen wir den mal leer, machen wir den hier oben mal voll. So, dann ist hier oben voll, hier unten ist leer beide. Dann weiß ich das. Ja, wir müssen unbedingt Holz sammeln. Hier fängt Metall an. Haben wir echt nur 8 Kisten Holz? Ich dachte, das wären mehr. Okay, aber Scrap Metal brauchen wir ja tatsächlich wirklich mehr. So, er hat gekotzt gerade. Was ist mit ihm hier? Jawohl, sehr schön. Und er auch, ne? Gut. Heißt für uns, wir können nicht weiterfahren, sondern wir sind weiter am Bauen. Wir müssen umbauen. Nachher noch was? Hier lag noch Leder, ne? Oder habe ich das schon mitgenommen gehabt? Ich glaube, das hatte ich schon mitgenommen gehabt. Ich glaube, die Ressourcen hatte ich alle gesammelt. Genau, wir müssen jetzt hier drin umbauen. Das würde ich jetzt mal machen wollen. Und das muss jetzt mit einem Mal klappen. Weil wir ja auch die neuen Sachen bauen wollen. Also die neuen Schränke und Tralala und Pipapo. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Der kommt eher nach hinten. Also den muss ich auf jeden Fall erstmal umsetzen. Den platziere ich jetzt erstmal hier. Aber der kommt auf jeden Fall nach dahin. Der soll so bleiben. So. Warte. So. Genau. Jo, das passt so. Dann. Dumm. Das Laboratorium kommt neben der Workbench. Das machen wir genauso wie mit den Regalen. Wir stellen die hintereinander. Ich würde hier anfangen, in der Ecke. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall Platz. Weil wir müssen ja auch da richtig dran stehen. So. Eigentlich müsste so, ja, so fast richtig sein. Warte. Na. Ja, na komm, so. So, das müsste eigentlich einigermaßen passen, ne? Genau, so. Lab, Workbench. Sehr schön. So, ich will mal eben schnell ins Büchlein gucken.
was wir da noch so haben wollten, brauchen. Armory und so. Workbench 2. Die brauchen wir auf jeden Fall. Schmelze 2 brauchen wir auch. Die würde ich dann hinter der anderen Schmelze packen. Was brauchen wir denn hierfür? Viermal diese Eisenbarren und viermal die Brassbarren. Na, er steht jetzt natürlich im Weg. Ist nicht schlimm. Wir gehen außen rum. Haben wir davon 4 gehabt? Ich bin mir nicht sicher. 2-2. Ah, so ein Mist aber auch. Das heißt, wir müssen erst die Schmelze bauen. Okay. Ich würde tatsächlich erst die Schmelze bauen, um zu gucken, wie groß die ist. 4 Zahnräder, 2 Schrauben. Oh Gott, das wird teuer. Oh, das wird richtig teuer. Aber wir haben ja auch noch ein paar Barren, ne? Also so ist es ja nicht. Ein paar Kupferbarren. Und Metallbarren können wir herstellen. Das dürfte jetzt kein großes Problem darstellen. Wir müssen dann halt in der nächsten Runde, sobald wir losfahren, müssen wir auf jeden Fall sammeln. Das ist auf jeden Fall das A und O. Anders geht's nicht. Also, was brauchen wir denn jetzt nochmal? Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Also, wir brauchen... da. Zahnräder? Warte mal, wir hatten doch auch noch irgendwie was an Ressourcen, ne? Warte mal, wir haben doch noch hier Bastelressourcen gehabt. Bauteile. Hier. Das haben wir, das und das. Irgendwie schwante mir nämlich da was, dass wir noch was haben. Also lass mal gucken. Also 2 Zahnräder, einmal Schrauben. Erstmal. Kriegen wir hin. Zwei Zahnräder, einmal Schrauben. Ja gut, wir haben jetzt natürlich das Inventar voll, ne? Ja, ganz toll. Warte mal eben. Muss mal eben Wood wegpacken. Wir kriegen ja Gott sei Dank ein bisschen Wood von den Jungs. Aber wir sind gut ausgekommen. Ich hätte nicht gedacht... Ich habe echt gedacht so ein bisschen, dass unser... Na, kann ich nicht einsammeln von hier aus? Kann ich anscheinend nicht, ne? Ne, schade. Ich habe echt gedacht, dass unser Holzvorrat ausgeht. Das war so mein erster Gedanke. Aber anscheinend, ja. Hat das doch geklappt. So, einmal Schrauben, hatte ich gesagt, ne? So, was brauchen wir dann noch? Schmelze rückt weiter nach oben. Viermal das Kupferdraht. Nee, dreimal. Und... 4 Barren brauchen wir noch. So, kriegen wir hin. Das heißt, wir können dann gleich die Schmelze bauen. Sehr schön. Sehr nice. So. Das dauert ein bisschen. Überlegen, wo wir die Schmelze hinpacken. Ach ja, Küche müssen wir ja auch noch machen, ne? Oh, ein Küchenwaggon. Ich frage mich, wie viele Anhänger man noch, wie viele Waggons man noch haben kann. Ich schätze mal, vielleicht noch 2, oder? Oh, wir brauchen Holz. Oh. Die Kohle ist alle gegangen. Dann schmeißen wir mal Holz nach. Also ich schätze, 2 Waggons werden bestimmt noch dran gehen, ne? Oder? Vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt aufgerüstet und ich gehe ganz stark von aus, dass wahrscheinlich die anderen auch aufrüsten werden. Achso, können wir jetzt herstellen, ne? Ja, geil. So, Moment. Ich bin so doof, ne? Ich könnte ja auch einen Blueprint erstmal platzieren. Oder? Dazu müsste ich aber erstmal alles ablegen, was wir brauchen. Hätte
hätte ich das mal vorher gemacht. Im Prinzip ist es ja dieselbe Schmelze, ein bisschen größer, aber dafür... Da vielleicht hin? Oder vielleicht da und dann daneben dann die andere Schmelze? Bin unschlüssig, ob wir das so... Macht das Sinn, eher hier? Groß neben groß? Würde ich jetzt mal machen. Ich würde die jetzt hierhin platzieren. Das gefällt mir, glaube ich, am besten. So, erstmal da so. So. Ja, genau. Da können wir dann... Genau, createn und so. Da können wir nämlich auch das Zink verbraten. Sehr schön. Und dann würde ich den jetzt... Nein. Nein. Eva had a hammer. The hammer in the morning. Oh, wir brauchen Wood. Have anyone Wood for me? Friedhelm. Friedhelm. Have you Wood for me? Yes, you have 4 Wood for me. Das ist sehr nice. Oh mein Gott, wie lange wir schon in dem Depot hier sind, ne? Aber egal, es muss sein, es tut mir leid. So, jetzt, ich glaube so, ist glaube ich eine gute Idee. Bei den Schmelzen auf jeden Fall. Warte. So. Ja, das gefällt mir gut. Dann haben wir die normale, den Schmelzer 2 haben wir daneben. Und hier drüben würde ich die ganzen Werkbänke bauen. Wir können hier noch durchgehen. Die sind exakt so gebaut, dass man hier vorbeigehen kann. Ist so. So, als nächstes hätte ich gerne unseren, nein. Unseren Research Table. Research Table. Dreimal Wood, viermal, nee. Dreimal haben wir, viermal brauchen wir. Sehr schön. Können wir bauen. Research Table. Mache ich so. Ich muss dazwischen noch hergehen können, ne? Würde ich, glaube ich, so machen. Ja, dann können wir nämlich hier researchen weiterhin. Ja, so langsam nimmt's Form an, ne? Und wir können hier quasi an beides dran, an Lab und an Workbench. Sehr schön. Ja, so langsam nimmt's Form an. Dahinter würde ich gerne die Workbench 2 bauen, die wir aber, glaube ich, erst dann bauen können. Ich mache einen Blueprint, damit ich das nicht vergesse. Erst wenn wir die Ressourcen haben. Und so hatte ich das gesehen gehabt, die Werkbänke einfach so hintereinander bauen. Ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Steht die richtig? Ja.